Hi Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 15. So, wir werden jetzt ein bisschen Nebenquests und so weiter machen, weil ich nämlich denke, dass wir noch nicht bereit für den Boss Ravus sind. In der letzten Folge sind wir ja gescheitert. Es hat auch viel zu lange gedauert, muss ich sagen. Weil er einfach zu stark war und ich zu wenig Schaden gemacht habe. Deswegen machen wir heute mal ein Fotoshooting am Vulkan, werden ein bisschen Geld einsammeln. Das sind jetzt eher so Geldquests. Und sowas, ich bin echt gespannt, was uns da oben erwartet. 874 Meter. Und ich muss sagen, ich habe leider kein Schokobo mehr. Ich müsste irgendwo mal zu einer Vermietung hin oder so. Aber jetzt schauen wir mal. Die Quest heißt Ivys oder Wies Gedankenausbruch. Den Ravo Toga erklimmen. Schauen wir nochmal, ob wir da hochkommen. Wahrscheinlich wieder nicht. Ey, ey, ey. Hier kommen wir nicht hoch. Okay, müssen wir mal ein bisschen hier rumgehen. Das ist alles zu. Hier kommen wir nirgendwo hoch. Hier ist alles zu. Schauen wir mal auf die Karte. Sehe ich auch nicht recht viel. Da hoch müssen wir, aber wie komme ich da hoch? Wie komme ich denn da hoch? Das Augenzaun? Diebnis steht auf Essen von der Bude? Wer hätte das gedacht? Es ist preiswert, lecker und praktisch. Was will man mehr? Gehen wir hier ein bisschen rum, vielleicht kann man da irgendwo rein. Hier scheint aber überall alles mit Zäunen zu sein. Ne, hier komme ich nicht durch. Da muss ich einen anderen Weg finden. Schaut auf jeden Fall richtig nice aus. Und ich muss sagen, ich spiele es jetzt auf der PS4 Pro. Es sieht nicht mehr so matschig aus wie vorher. Also die ist alles ein bisschen schärfer hier. So, wie kommen wir denn da rein jetzt, Leute? Könnt ihr mir das mal erzählen? Diese Aranea ist wirklich beeindruckend. Wer hätte gedacht, dass sie uns mal helfen würde? Hauptsache, sie bleibt auch auf unserer Seite. Auf jeden Fall. Sie hat ein gutes Herz. Kann ich irgendwie rüberspringen? Nein. Nee, da komme ich nicht rüber. Musste sie irgendwie einen Weg geben. Oh, okay, hier scheint es weiter zu gehen. Gehen wir einfach mal hier hoch. Die Quest ist übrigens Stufe 20. Also hoffe ich mal nicht, dass sie so allzu starke Gegner kommen werden. Ewig weit zu gehen, ey. Wahrscheinlich wird es dann schon wieder Nacht sein, bis ich da bin. Ja, das stimmt. Schokobo wäre jetzt echt geil gewesen hier. Dann wären wir wahrscheinlich gleich da. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. In Lestalum habe ich keinen Schokobo-Verleih gefunden. Der Rova Toga Dungeon. Müssen wir da unbedingt hoch? Ja, das sind 15.000 Gil, Leute. Da müssen wir hoch. Los, gehen wir. Verlauf dich nicht, Noct. Komm schon, die Mühe wird sich garantiert für uns lohnen. Schon möglich, aber was wenn nicht? Dann war es immerhin ein gutes. Kann man hier schon hoch? Für dich vielleicht. Okay, kann man nicht hoch. Ja, Forschung des Rova Toga, den Gipfel erklimmen. So, jetzt sind wir in dem Dungeon drin, laut Karte. Bin ja gespannt, was uns hier für Gegner wieder erwarten. Wie gesagt, die Quest ist Stufe 20. Aufgepasst.
Komplett daneben gesprungen hier. Übernimm dich bloß nicht. Selber. Okay, das ging ganz gut. Okay. Weiter geht's. Wahrhaft unwirtlich. Hoffentlich kommen wir hier heil wieder runter. Hey, ich hoffe mal, dass wir das schaffen bis zum dass es noch hell ist, weil sonst können wir wahrscheinlich wieder nicht fotografieren. Im Dunkeln fotografiert er mir nicht, aber es ist erst 13 Uhr. Oh. In ein paar Viecher. Ach, denn noch. Lassen wir die Waffen sprechen. Ja, wir gehen mal rechts rum. Wir gehen mal rechts rum. Links sind Gegner. Schauen wir mal, da müssen wir eigentlich gut hochkommen. Bis zum Gipfel geht's. Mei. Roll doch nicht die ganze Zeit. Prompto. Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Okay. Da bin ich aber gespannt. Gehen wir hier wieder hoch. Es wird schon ein bisschen steiler hier, die ganze Geschichte. Ich bin jetzt schon voll fertig. Ich auch. Die Hänge sind steil. Ja, passt auf, dass ihr nicht runterrollt, ihr Sportmuffel. Boah, krass, ey. Ich glaube, dass hinter mir so ein bisschen ein Felsen ist oder sowas. Dass ich nicht wieder komplett runterrutsche. Hier, der Blinde geht noch schneller, wie alle anderen. Okay. Habe ich also Bergsteigerstiefel oder sowas? Okay, hier ist auf jeden Fall was. Das holen wir uns noch. Massivknochen. Ja, ich glaube, dass es geskriptet ist jetzt hier mit dem Runterrutschen, dass du immer pro Passage, sag ich mal, einmal runterrutscht. Oh, meine Beine! Ich hab morgen bestimmt voll den Muskelkater. Genau, jetzt werde ich gleich wieder runterrutschen, oder? Ja, ich glaube, es wird schon ein bisschen. Ja, genau. Es wird schon ein bisschen flacher jetzt. So. Es gibt Gas, weil ich will da noch hoch, bevor es dunkel wird. Los, zieh! Okay, sehr gut. Muss ich hier runter? Ich denke, wir müssen hier lang. Sorry, wenn ich jetzt zu schnell mache, aber ich will es unbedingt noch schaffen, bevor es dunkel wird. Ich hatte schon mal das Problem, da musste ich die ganze Nacht rumrennen und... Diese Hetze. Rumtun. Sie nimmt spürbar zu. Sag mal, wir sind hier weiter. Hier auf einem Vulkan. Hab ich recht? Was ist, wenn der plötzlich ausbricht? Ach, der bricht dich aus. Sicher? Das wirst du schnell genug merken. Okay, hier ist es hot. Also, brillant. Kinderleicht. Seite stehst du? Ah, tut mir leid. Okay, ging gut rum, weiter geht's. Weiter. Ja. Weiter geht die wilde Fahrt. Weit ist es ja anscheinend nicht mehr. Da sind ein paar Gegner, die lassen wir jetzt mal. Können wir die auslassen? Eine weitere Gabelung. Bitte keine Sackgasse wählen, Nockt. Ich glaube, dass wir hier hoch müssen. Kann ich hell sehen? Boah, Stufe 38. Nee, hier ist falsch, glaube ich. Hier gehen wir wieder weg.
bist ja richtig in Fahrt. So bin ich halt. Da wären wir also. Okay, gehen wir hier weiter. Obwohl ich auch nicht glaube, dass es hier weitergeht. Hier kann es fast nicht weitergehen. Ne, hier geht es nicht weiter. Okay, dann müssen wir fast darunter. Zu den anderen Viechern. Stufe 38. Boah, das wird immer... Ich schaff's hundertprozentig nicht am Tag noch. Können wir hier durchrennen? Als wären wir in einem Rollenspiel oder so. Wow, 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 wow. Man halt Tränkchen nehmen. Alles in Ordnung. Okay, der Armor ist schon extrem. Aber hallo. Okay, die hätten wir jetzt, aber geht's hier weiter? Hier können wir hochklettern. Ja, wie denn? Was? Da willst du hoch? Hast du einen besseren Vorschlag? Hm? Ah, da. Okidoki. Ist schon 16 Uhr. Wäre natürlich nice, wenn es oben einen Zeltplatz geben würde. Dann könnten wir... ein bisschen zelten, aber ich denke mal nicht, also ein Dungeon. Na Nockt, komm. Und klettern ist er nicht so gut. So. Riesen Dungeon hier, ey. Wahnsinn. Ah, hier gibt's einen Zeltplatz. Guck mal, Nockt. Hier könnten wir eine Pause machen. Jo, das brauchen wir doch. Klar rasten wir. Zelten. Gut geschafft für einen Tag. Bleiben wir hier? Okay, klar. Ich baue das Zelt auf. Optimal, das wäre es jetzt gewesen, wenn ich die ganze Nacht da verbringen hätte müssen. Aber so ist es schon gut. So. Mach mal bitte... Mach mal einen Toast. Ich glaube, das reicht uns. Wir müssen ein bisschen Materialien sparen. Weide. Oh ja, ein paar EP sind es ja auch gewesen. So, dann würde ich sagen, gehen wir los weiter. Geht's. Los geht's. Abmarsch. Ja, es sieht auf jeden Fall besser aus wie auf der normalen PS4. Also die Texturen sind bei Weitem nicht so matschig. So, hier absorbieren wir doch gleich mal. Alles klar. Was haben wir hier Schönes? Nicht runterfallen. Nicht runterfallen, wäre nicht so geil. Gehen wir weiter. Passt auf, wo ihr hintretet. Bloß nicht abrutschen, Nockt.
Heiß ich. Schaut auf jeden Fall nice aus. Da vorne sind ein paar Bienen. Aber das müssten zumindest Bienen sein. Die werde ich gleich mal mit meinem Reif zerstören. Jungs, hier gibt's was zu tun. Fein, dann kümmere dich drum. Alleine? So war das nicht. Ja. Hallo? Es wird gute Übung. Hörst du auf? Auf jeden Fall nice, ja. Der Ring oder der Reif, was es ist, Wahnsinn, was der Schaden macht. Dann sieht man eigentlich erstmal, wie stark der Ravus ist, bei dem hat es eigentlich fast gar keinen Schaden gemacht. Naja, ich muss noch stärker werden, das hilft nicht. Ich bin ja, glaube ich, erst Stufe 38 oder so. Großartig. Hab noch nie so große Tiere gesehen. Wie sollen wir das angehen? Mit Vorsicht, wir dürfen keine Fehler machen. Technik D, ja, ist klar, ich mache ja nicht viel. Sehr gut. So fällt mir das Spiel schon wieder ein bisschen besser, muss ich sagen. Und nun? Weiter geht's nur nach unten. Oh mein Gott, das sieht irgendwie so komisch aus hier. Sieht aus, als wenn ein kleiner Riesenvogel kommt. Eieiei. Sollen wir zu die Eier gehen? Die Mutter sehe ich hier aber nirgendwo. Aber die kommt bestimmt noch. So, gehen wir hier weiter. Uiuiui. Vorsicht, Nockt. Sind wir hier überhaupt richtig? Wir müssen doch eigentlich da hoch. Wie sieht denn die Karte überhaupt aus? Da müssen wir eher. Ich denke, dass wir jetzt hier unten irgendwie rumgehen. Okay, schauen wir einfach mal. Es gibt ja, glaube ich, keinen anderen Weg. Aber ich denke mal, das ist hier der Endboss. Oder sieht aus wie in so einer Arena. Wo gleich ein Riesenvogel wahrscheinlich kommt. Ach du Scheiße. Ich habe Angst. Da ist eine Höhle. Schauen wir mal in die Höhle rein. In das dunkle Loch. Hundertpro kommt jetzt gleich ein Gegner. 100%. Oder der ist da drin. So, über uns ist der Zeltplatz. Okay. Machen wir eine Rutschpartie. Ja. Okay. Erstmal in Sicherheit. Komisch, die rutschen nicht. Auf ein neues. Ah, hinter uns ist so ein Blitz zum Absorbieren, oder? Nee. Nee, okay. Dann war es vielleicht über uns irgendwo. Gehen wir mal einfach mal weiter. Wo sind wir hier? Junge, Junge. Was für eine Aussicht. Aber Alter. Hallo. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da drunter müssen. Wir gehen einfach mal hier weiter. Aber hier waren wir noch nicht, oder? Na, hier waren wir noch nicht. Hier runter.
Ja. Rutsch lang, Mensch. Die ganze Hose reißt hier auf. Ist das lästig? Klappe zu, Monster tot. Ja. Reicht eine Minute? Ja, so lang brauchen wir nicht. Ha, perfekt. Leicht verdiente EP, muss ich sagen. Schnappen wir uns die noch. Wirklich? Schon wieder? Ihnen wird Hören und Sehen vergehen. Ja, pass besser auf noch. Ich glaube, hier war ich schon, oder? Das wird ein Kinderspiel. Okay. Das dürfte nicht lange dauern. War ich hier nicht schon? Hier war ich doch schon, oder? Klar, da bin ich doch vorher hochgerannt. Mei, was ist denn das für ein Scheiß? Oder? Hier bin ich doch vorher schon mal hochgerannt. Hä? Oh nee. Hä? Muss ich hier nochmal hochrennen? Mann. Verstehe ich nicht. Hä? Da gab's doch aber keinen anderen Weg, oder? Jetzt sind natürlich die ganzen Gegner auch wieder da. Ist klar. Hä? Das ist aber komisch. Na komm. Jetzt kann ich die ganzen Kletterdinger da wieder machen. Mann. Bin ich ja komplett im Kreis gelaufen? Oder habe ich irgendwo eine Abzweigung übersehen oder sowas? Ich weiß es nicht. Aber wir werden es rausfinden. So, jetzt sind wir eh gleich oben. Zieh, Nockt, zieh. Ich habe mir schon gedacht, weil ich komplett die andere Richtung gelaufen bin. So, das andere war doch jetzt hier rüber, oder? Müssen wir da lang? Da geht's doch auch nicht lang, oder? Geht's denn hier unten lang? Da rutsche ich doch komplett wieder runter. Warte mal, da muss ich jetzt mal darüber gucken. Aber hier ist doch auch nichts. Ja, okay, man könnte schon da oben vorbei, gell? Ich weiß nicht, ob man da hoch kann. Der Weg zeigt mir aber hier lang. Hier geht's ja eigentlich nicht weiter. Warte mal, kann ich vielleicht... Kann ich hier hoch? Geht's aber auch nicht weiter. Also hier. Tja, lasst uns einfach Knochen brechen. Gute Idee. Ich bin dabei. Oh ja, Knochen brechen. Okay, das läuft ganz gut, muss ich sagen. Vorwärts. Und dann ja. War's doch. Hier ging's nicht weiter. Aber ich denke mir mal, oben bei dem Zelt war ich schon richtig. Kann man hier speichern? Nee, kann man nicht speichern. Aber hier komme ich doch...
Wie lautet der Plan? Frontalangriff. Na gut, ich umgehe sie und greife von hinten an. Genau. Also da geht's nicht hoch. Da verbrennen wir auf jeden Fall. Das heißt, es muss hier weitergehen. Aber hier zeigt er mir auch noch einen Weg an. Zeigt mir jetzt aber, hier zeigt er mir doch auch noch einen Weg an, oder? Warte mal, jetzt gehen wir mal hier entlang. Dann müssten wir normalerweise hier links abbiegen können. Da waren wir vorher nämlich noch nicht. Genau, hier waren wir vorher noch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal diesen Weg. Da oben ist hier Zeltplatz, alles klar. Okay, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Sehr gut, sieht doch schon besser aus. Mann, ist das heiß. Ich schwitze wie ein Garula. Extreme Temperaturen. Wie in einem Backofen. Ja, wir sind auch auf dem Vulkan, Leute. Ist ja klar, dass es da heiß ist. So, hier ist Loot. Loot. Okay, hier sollte ich jetzt ein Foto machen, oder was? Ach du Scheiße. Hey, hier zweigt dein Weg ab. Okay. Hier zweigt ein Weg ab, ja. Hier komme ich doch niemals hoch. Da oben muss ich hin, aber wie komme ich da hin? Hier steht schon gerade eine Lava drin. Okay, kann ich hier drauf gehen oder was? Okay, hier kann ich drauf gehen anscheinend. Wie geht denn das? Den Kletterpunkt? Nee, okay, dann muss ich da hochrennen. Warum kann ich hier auf die Lava gehen? Okay, ich habe gedacht, hier ist instant, dass ich hier instant down bin. Wenn ich hier rumrenne, aber machen das... Ja, hier machen wir jetzt das Foto, komm. Fotografieren, bitte. Achtung, Aufnahme! So, die stehen ganz normal in der Lava drin, ist egal. Gehen wir zurück. Kommt, machen wir hier ein Foto. So, kann ich das Dungeon jetzt hier verlassen irgendwie? Warte mal, wenn ich hier lang gehe. Ich möchte wissen, wie lange ich das aushalte. Da gibt es noch Loot. Mitten in der Lava drin. Sind gefährliche Pfade. Ich will ja. Brathähnchen. Ja, das, wenn ich mal vorher gewusst hätte, hätten wir uns das Ganze ersparen können hier. So, jetzt müssen wir hier irgendwie wieder raus. Wäre natürlich jetzt nice, wenn wir hier rausporten könnten. Sind wir denn jetzt hier? Ah, da drüben geht's weiter. Die anderen Dungeons haben wir immer.
die Möglichkeit rauszuporten. Das haben wir hier jetzt gar nicht. Und ich will ja eigentlich nicht sterben. Uah. Vorsicht! Okay. So Leute, kommt! Wir wollen jetzt wieder hier raus. Aufgepasst. Gehen wir. Ja. So, und da ist auch schon der Ausgang. Genau, und damit würde ich sagen, machen wir hier jetzt auch einen Cut. An dieser Stelle, ich fahre schon mal nach Lestalum. Und werde dort die Quest abgeben und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Ich will einfach nur noch ein bisschen leveln, dass wir den Ravus dann irgendwann mal schaffen. Genau. Aber jetzt verlassen wir dieses Dungeon noch. Frische Luft. Genau. Die macht richtig gute Laune. Gut, Leute, damit würde ich sagen, wir sind an der frischen Luft und machen jetzt hier auch einen Cut. In der Hinsicht könntest du was von ihm lernen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.